Haut sie zu Brei! Jo, ho! Ja, Lieben, ich hab nicht so recht Zeit zum Reden. Verdammte Hacke, die haben mich aber echt überrascht. Hey, Jutwein, was tust du denn da? Was tue ich hier? Die, was haben die getan? Vertrieben haben wir sie? Sie sind mir auf die Nüsse gekommen. Ach so, aber der Spuk hat ein Ende. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Juhu. Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und so Let's Play Guild Wars 2. Ja, so kann es einem auch ergehen, ne? Man steht mitten im Kriegsgebiet, wo man doch gerade noch ein befriedetes Gebiet ausgelockt hatte. So ist mir das schon mal gegangen mit der Let's Play Raider. Eieieiei, das war, wow. Und dann ist dann ein Schlachtzug über mich drüber gerockt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay, wir sollen immer noch Trehorn treffen. Und das auf der anderen Seite von Concordia. Deswegen müssen wir einmal kurz hier durch das sehr zerstörte Concordia hindurch. So. Bin gespannt, ob es Concordia gleich Ranken hat oder ob es keine Ranken hat. Denn eigentlich ist der Teil der Geschichte hier ja noch vor Scarlet gewesen. Instanz betreten. Der Pakt wird geschmiedet. Nein, ein völlig rankenloses Concordia. Auch schön. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie die Sachen vor Scarlets Einfluss aussehen, dann spielt die persönliche Geschichte nochmal. Huch, was war das? Ein Brief! Trefft Traherne in Concordia, um über den nächsten Schritt des Paktes zu entscheiden. Findet Traherne im Lager. Ah, ich glaube, das ist private Post. Denn sonst hätte hier gestanden, lest die Post, die Traherne euch geschickt hat. Gut, euch nach der Klaueninsel zu sehen. Siren war einzigartig. Sie wird uns fehlen. Oh ja, Siren, da sagt ihr was. Wendet, schön euch hier zu sehen. Hey, Moment, ich wollte euch auch noch fragen, wie es euch ergangen ist. Hey, Wendet. Mensch, die Wendet, das ist schon eine nette. Ein bisschen klein vielleicht, muss ich mir ein bisschen weit runterbeugen, aber ansonsten eine sehr, sehr hübsche Frau, ja. Wendet, mein Glückwunsch für dieses Genmaterial. Genmaterial, ach, du bist ja ein richtiger Charmeur. Da ist er schon, der Trahan. Ich bin froh, euch zu sehen. Ich muss die Orden Tyrias überzeugen, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist. Eure Mithilfe könnte durchaus entscheidend sein. Ich stehe zu euren Diensten, Trehorn. Was braucht ihr? Ich habe alle wichtigen Persönlichkeiten versammelt. Sie stehen abrufbereit. Ich möchte, dass ihr euch der Diskussion anschließt. Ihr habt im Pakt eine wichtige Rolle zu spielen. Ah, was? Plötzlich habe ich eine wichtige Rolle, ja. Ich bin bereit. Gehen wir. Jetzt bin ich gespannt. Was du jetzt plötzlich für eine wichtige Rolle hast, Utwein, ne? Danke für euer Kommen. Wir sind hier, weil die Klaueninsel den Wert unserer Zusammenarbeit bewiesen hat. Unser Pakt hat schon jetzt Erstaunliches erreicht. Als Anführer des Pakts nehme ich den Titel des Marschalls an. Meine Stellvertretung hier gehörte zu den Helden der Klaueninsel und wird ab sofort den Titel Kommandeur tragen. Um Saltan zu besiegen und Orr zu reinigen, muss der Pakt in die Offensive gehen. Dafür brauchen wir Hauptquartiere. Ich schlage die Festung an der Terzetto-Bucht vor. Ich kenne diesen Ort. Imposant. Leicht zu verteidigen und auf Saitans Türschwelle. Eine gute Entscheidung, Marschall Traherne. Die Wachsamen sind mit euch. Eine weise Entscheidung. Die Abtei wird euch zum neuen Hauptquartier des Pakts folgen. Und auch weiter nach Orr. Da habt ihr völlig recht, Marschall. Ein kluger Schachzug. Zählt auf den Orden der Gerüchte. Hervorragend.
Ich beginne sofort, unser neues Hauptquartier an der Terzetto-Bucht vorzubereiten. Es hat den Codenamen Vor der Dreifaltigkeit. Ich freue mich dort auf euch. Einen Augenblick bitte. Ich hätte euch gern gesprochen. Oh, aber natürlich! Oh, Kommandeur! Oh, was für eine Ehre! Ja, Trent, gerne doch. Ja, was wollt ihr denn noch von mir? Ich habe zwar die Zusage der Orden, aber nicht ihr Vertrauen. Glaube ich zumindest. Sprecht bitte mit Dorn, Efut und Winnet. Helft mir zu verstehen, was ihre Bedenken mir und dem Pakt gegenüber genau sind, damit ich sie beruhigen kann. Oh, kein Problem. Ich weiß, wie man mit Leuten redet. Knickknack. Oh, wei. Er hat sich den Notwein ausgedacht, um mit den Leuten zu reden. Also, sie wird er anmachen, das weiß ich jetzt schon. Sie wird er vermutlich beschimpfen oder sich mit ihr in die Wolle kriegen. Und ihn könnte er nicht vollnehmen. Aber okay, Otwein ist bestimmt der richtige Mann für den Kommandeursjob. Hey, Ritter, ich hab das gehört. Ich werde mein Bestes tun, hast du nicht gehört? Habe ich der Pflanze versprochen. Ach so, und das Versprechen, was du einer Pflanze gibst, hat etwas zu bedeuten? Meine Versprechen haben immer etwas zu bedeuten. Ich verstehe, welche Vorteile uns der Bau eines Forts bringen würde. Aber ich mache mir auf lange Sicht Sorgen über unsere Aussichten. Wieso? Was bedrückt euch, schönes Kind? Trahan verfügt über das Wissen, das wir brauchen. Aber werden diese Soldaten und Spione auch auf ihn hören? Um diesen Pakt zusammenzuhalten, wird es Charisma und eine starke Persönlichkeit brauchen. Oh ja, ich weiß eure Aufrichtigkeit zu schätzen. In unserem Volk hat Charisma und eine starke Persönlichkeit sehr viel Gewicht. Ihr habt natürlich recht damit. Aber seid unbesorgt. Wir werden es gemeinsam schaffen. Okay. Ich darf sie doch wohl noch weiter angucken, oder nicht? Ja, ja. Ist ja super. Okay, und wohin? Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann zählst du einfach langsam bis 10. Ein Fort so nah an Ort zu erbauen, ist ein kluger Schachzug und wird uns viele Möglichkeiten eröffnen. Ich hoffe nur, dass Trahan sie auch nutzen kann. Oh, ja. Ich höre ihr Abdenken, nicht wahr? Ja, ja, ich höre mir das natürlich sehr gerne an. Also immer raus damit. Um eines kurz zu machen. Ein einziger Sieg bedeutet nicht, dass der Krieg bereits gewonnen ist. Bevor ich Trahans Soldaten anvertraue, will ich sicher sein, dass er auch in brenzligen Situationen in der Lage ist, seine Männer zu führen. Oh, das ist in der Tat ein guter Einwand. Dankeschön, Kriegsmeisterin Ifut. Ihr überrascht mich. Ich hätte sehr viel mehr Spitzfindigkeiten von euch erwartet. Das hast du jetzt nicht laut gesagt. Doch, das habe ich laut gesagt. Jetzt noch Dorn. Ein Fort also. Es wäre sinnvoll, denke ich. Auch wenn es mir lieber wäre, wenn wir diese Kampagne weniger offensichtlich gestalten würden. Ja, Dorn, ich gehe davon aus, dass der Orden der Gerüchte auch Bedenken hat, ja? Immer raus damit. Ganz unter uns. Allianzen und ganz besonders diese hier sind sehr zerbrechliche Gebilde. Sie war nur schwer zu schmieden und ich befürchte, es wird unmöglich sein, sie lange zu halten. Ah, deswegen. Naja, danke. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und seid unberuhigt. Wir werden das schaffen. Ich bin gerade schwerst beeindruckt von dir, mein lieber Otwein. Ach, das ist ja merkwürdig. Ging er sonst nicht immer nach hier oben? In sein Türmchen? Warum steht denn jetzt Trahan hier unten? Habt ihr mit den Ordensverstehern gesprochen? Wenn sie Zweifel haben, könnte sich dies fatal auf den Pakt auswirken. Und damit auf Tyria. Ich habe nicht so gute Nachrichten, mein lieber grüner Freund. Sie zweifeln an eurer Fähigkeit, diese Armee in den Krieg zu führen. Das hatte ich befürchtet.
aber ich verstehe sehr gut, dass Sie einem unbeschriebenen Blatt wie mir nicht Ihr uneingeschränktes Vertrauen schenken können. Zaitan wird mir aber die Gelegenheit geben, mich zu bewähren. Bleibt zu hoffen, dass Sie Ihren Glauben an mich nicht schon verlieren. Ah! Sie werden zweifellos einsehen, dass eure Kenntnisse von Ohr unverzichtbar sind. Ja, aber unverzichtbar heißt nicht unbedingt auch inspirierend. Ich muss Ihnen beweisen, dass ich den Druck standhalten kann. Das ist das Zeug, dass ich das Zeug dazu habe, diesen Krieg zu gewinnen. Ja, das Zeug zum Sprechen hast du nicht. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Ich sag einfach mal einverstanden, okay? Lass uns einfach gucken, was als nächstes kommt. Sprechen wir jetzt mit den Schmieden. Ich habe ein paar der besten Rüstungs- und Waffenschmiede aus Tyria versammelt. Sie werden den Paktsoldaten die nötigen Werkzeuge liefern, um in Ort zu bestehen. Oh, das ist interessant. Ja, Waffen. Schau ich mir gerne an. Wen habt ihr denn eingeladen? Baigard, den Norn. Okam, den Silvari. Beides hervorragende Meister ihres Fachs. Außerdem habe ich den Tengu Izu Stahlschreier dazugeholt. Für ihn habe ich etwas ganz Besonderes im Kopf. Tja, das klingt doch gut. Lass uns gehen. Hoffen wir, dass die Schmiede meine Herausforderung aus angeborenem Ehrgefühl annehmen. Oder zumindest aus Stolz. Ja, das sind die drei. Das ist ein komischer Vogel. Danke für euer Kommen. Ich bin Marshal Treherne und habe euch alle hierher geladen, weil ihr die besten Schmiede und Handwerker Tyrias seid. Ich schmiede einen Pakt gegen die Altdrachen. Die drei Hauptorden Tyrias wollen ihm beitreten. Aber wir brauchen euch und euer Können. Es ist eine Ehre, euch zur Seite zu stehen, Erstgeborener. Euer Gesandter hat mir schon ein ähnliches Angebot unterbreitet. Ich nahm es an, sonst wäre ich nicht hier. Ha! Es gibt nur einen besten Schmied in Tyria und der steht vor euch. Ich bin bereit, es zu beweisen. Hervorragend. Ich habe eine Liste möglicher Projekte. Meine Quartiermeister sorgen dafür, dass ihr alle nötigen Werkzeuge und Materialien bekommt. Bitte fangt sofort an. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das Team, das die Rancor-Ruinen erforscht, wurde von Untoten überwältigt. Oh, nein, was ist los? Oh, verdammt! Und ich schleiche durch die Gegend. Auferstanden! Untote! Scharen davon! Die Gruppe, die Forschergruppe sitzt in der Falle! Helft ihnen! Hey, ganz ruhig. Du bist bei Freunden. Alles ist gut. Ich werde mich dafür darum kümmern, dass es dir gut geht. Aber was für eine Forschergruppe? Wo? Im Süden, in den Rancor-Ruinen. Untote sind über die Ausgrabung hergefallen. Tausende! Ich wurde losgeschickt, um Hilfe zu holen. Sie haben etwas Wichtiges gefunden. Das können wir nicht Zaitan überlassen. In den Rancor-Ruinen, ja. Ja, ich bin schon unterwegs. Halt aus, mein Freund. Und wir treffen euch dort. Meine Erfahrung aus Ohr wird mir gute Dienste leisten. Und es ist meine Chance, einige eurer Ängste und Bedenken zu zerstreuen. Ausgezeichnet, also ab in die Rancor-Ruinen mit uns. Warnt wachsam, Taktiker Art vor dem Angriff. Okay, der dürfte jetzt aber irgendwo da... Ah nein, der steht hier vorne. Einfach nur hier vorne. Auch von dem hatte ich erwartet, dass er irgendwo anders stand. Der Art. Na, ich hab den Tumult gehört, Kommandeur. Wie ist die Lage? Wir werden die Forschergruppe aus den Rancor-Ruinen rausholen. Na, ich hoffe, ihr nehmt ein paar Soldaten mit. Mindestens einen Zug, besser noch eine ganze Kompanie. Und dann lässt zumindest mich mitkommen, um euch und Treuhand zu beschützen. Ah, aber jemand muss hier bleiben, das Fort verteidigen. Naja, da habt ihr wohl recht, all die Handwerker und Prominenten hier brauchen Schutz, wa? Wir sorgen hier für Sicherheit und überlassen euch die Rettungsmission. Danke. Ja, Tran und ich, wir danken euch und wir versammeln jetzt einen Trupp. Okay, der Art weiß Bescheid. Oh, und der Utwein muss ganz alleine los, weil er ganz alleine jetzt den Tran treffen wird. Was? Der Utwein? Ist jetzt der Utwein ganz allein der Trupp?
Das ist ja toll. Odwan, hast du das gesehen? Ja, und? Ich bin der Kommandeur des Paktes. Meine erste Aufgabe wird sein, diese Forscherratte hier zu beleben. Ach, schau an. Auf einmal. Ja, hallo. Also ich meine, abgesehen davon, dass die Ifhund mir gerade gezeigt hat, dass es auch vernünftige Silvare gibt. Ach, wo ist das hier? Ich freue mich, euch zu sehen. Hier ist sicher etwas Unnatürliches im Gange. Dieses Miasma senkte sich kurz nach unserer Ankunft herab. Zum Glück schickten unsere Verbündeten Hilfe. Agentin Sri vom Orden der Gerüchte und Reckin Afanen von den Wachsamen. Zu euren Diensten. Orianer töten ist meine Lebensaufgabe. Doch im Geiste unserer neu geschmiedeten Einheit fühlt es sich besonders edel an. Eine Freude, euch zu treffen. Schaut gut her. Wenn ich erstmal loslege, seht ihr mich weder kommen noch gehen. Verstanden. Euer Ziel ist das Auffinden eines vermissten Abteiteams. Schwahörn, es ist eure Mission. Wie sollen wir vorgehen? Verlasst euch auf eure eigenen Stärken. Sri geht als getarnte Aufklärerin hinein, während der Rest von uns den Hauptweg durch die Ruinen nimmt. Wir ziehen die Aufmerksamkeit aller Orianer auf uns und dünnen ihre Zahl beim Vorrücken aus. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ich werde mich anschleichen. Ich melde mich zurück, sobald ich etwas weiß. Das ist gut. Verdammte Acke! Regina Fahn, wie kommt ihr damit klar? Ist ja ekelhaft. Oh, ich glaube, das ist mir noch nie so unangenehm aufgefallen wie hier jetzt. Wie kommt denn das? Spiele ich jetzt mit anderen Grafikeinstellungen als sonst? Nee, eigentlich nicht. Merkwürdig. Okay, dann gehen wir mal rein hier. Und wenn ich hoffe, du hast einen Mundschutz gebastelt. Mundschutz, eine gute Idee. Warte mal kurz. Raschel. Okay. Ah, da sind sie schon, Auferstandene. Hallo, ich bin der Odwein. Du musst jetzt aufpassen, ne? Weil die haben jetzt dein Level. Solche Macht. Du solltest da jetzt nicht zu großspurig an die Sache rangehen. Ein Odwein ist auch... Verdammt, Hacke! Ein Odwein ist doch nicht großspurig! Nein, ein Odwein ist der Kommandeur des Paktes! Ja, ja. Au. Tötet sie! Ja, tötet sie, damit sie mich nicht töten! Verdammt! Nehmen wir es so. Uiuiuiui. Und wein, nicht doch! Okay. Er steht. Alles gut. Ich konnte nicht mehr dodgen, der war schon weg. Kein Dodge mehr drin. Nein, das kann nicht wahr sein. Er wird jetzt richtig sterben. Scheiße. Ah. Alle sind tot. Nein, Afan und Tran sind auch schon tot. Die auferstandene Abscheulichkeit hat sie alle auf dem Gewissen. Um Gottes Willen. So, ihr und ich jetzt. Oh, Tran, wie hast du das geschafft? Hey, hast du nicht nur so getan, als ob... Erstmal hier durch. Genau. Hast du nur so getan, als wärst du niedergegangen, oder was? Es ist eine Taktik, aber das ist nicht meine Taktik. Mann. So. Erfahren, geht's euch gut? Ja, gut. Okay. Sucht in der Gegend nach Überlebenden. Es sieht nicht sehr gut hier aus. Ach du Jemine. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Alles ist hier hinüber. Alles. Also hier sehe ich keinen Überlebenden. Nur hier sind Aufgestandenen. Okay, einer ist jetzt nicht das Problem, wie ich sehe. Keiner da. Turn! Sieh dir das an, hier ist keiner. Niemand.
Ihr könnt auf mein Schwert zählen, Kommandeur. Ich würde dem Erstgeborenen, entschuldigt Marshal Chauhan, sogar ins Herzen Ors folgen. Ja, ich fürchte, die Gelegenheit findet ihr noch. Ja, was muss ich denn machen? Da ist ein Gelehrter, der ist doch ziemlich tot. Könnt mit dem sprechen. Können wir nicht. Also, wie man sieht, sieht man hier keine Überlebenden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert. Bis das zur Kenntnis genommen wurde. Keine Überlebenden hier, ach, aber wir suchen weiter. Was? Keine Überlebenden? Ja, weil die jetzt hier rumgammeln hier. Ist ja herzlich. Oh, und Wein, steh bitte auf. Ab in die nächste Welt mit euch. Genau, so ist in Ordnung, so ist in Ordnung. Demotiviere sie mit deinem federleichten Getänzel. Puff. Okay. Ja, das dauert etwas länger. Vielleicht nehmen wir mal ein bisschen Buff-Food. Vitalität ist ja ganz gut. Kann zumindest nicht schaden, ne? Erweitert eure Suche diese nach Überlebenden. Werden nicht da gehalten. Wir müssen weiter. Ach, solche Macht. Oh! Verdammt! Es sind so viele! Warum sind es schon wieder so viele? Ich bin vergiftet. Aber auch das doch! Langsam habe ich aber die Schnauze voll von euch hier! Es ist ja ekelhaft! Erst schmeißt ihr uns hier eure Grütze auf die Birne! Bah, dass man nicht mal atmen kann und jetzt sowas hier! Oh, da sind so Zahn- oder Knochenbarrikaden hier aus dem Boden gewachsen, ha? Huh? Das ist ja fies. Wir erweitern unsere Suche nach Überlebenden nach hier oben. Noch eine Barrikade. Das bedeutet, unsere Richtung stimmt. Vorwärts. Schön, das habe ich doch schon längst mitgekriegt, Mensch. Zu gefährlich. Wir müssen einen anderen Weg finden. Nix da, ich gehe mitten durch hier. Tötet sie! Okay, Udwein. Wie du meinst. Volltreffer. Sehr schön. Und noch einen. Und nicht umkippen, Udwein. Umkippen ist immer schlecht. Sehr schön. Ach, du regenerierst jetzt auch. Wunderbar. Zeit, endlich zu handeln. Crewforscherin Inja, Crewleiter Dobbs und Crewlehrling Peck. Na, da haben wir euch doch gefunden. Was? Hört die Angriffe von Untoten ab? Nee, nicht im Ernst. Was? Hier? Aber jetzt sind wir zu sechst. Das sollte doch ein Zuckerschlecken werden.